Komm mal, Butter bei die Fische, wie wir so schön sagen. Guten Morgen. Ja, das ist wie bei Guido und dem VfB, so könnte man auch beim Thema Videobeweis eine Sondersendung, glaube ich, machen. Es gibt halt so schiedsrichterspezifische Konstellationen, Probleme, die Vergangenheit, strukturelle Sachen, persönliche Geschichten. Es gibt aber auch im Videobeweis an sich einfach Problemstellungen, die sich wahrscheinlich so auch nicht ändern lassen. In räumlichen Dingen, technischen Dingen wird der immer helfen. Das war auch die Einschätzung vorher. Auch von mir, bei Abseits, Foulspiel innerhalb, außerhalb, Ball im Aus oder nicht im Aus, vor irgendwelchen Torerfolgen. Aber alles, was mit Bewertung zu tun hat, und das ist schon auch ein Vorteil des Videobeweises, sieht man mal, wie komplex auch so eine Schiedsrichterentscheidung ist. Man hat heutzutage manchmal drei Kameraeinstellungen, die suggerieren einem Foul und die vierte zeigt einem kein Foul. Und insofern ist das so auch, dass wir seit 20 Jahren, ich als DFB-Schiedsrichter, wir gucken seit 20 Jahren Videos, wir könnten uns das ja aber irgendwann schenken, dann hätten wir es irgendwann alle gelernt. Aber die Szenen sind irgendwie doch eben immer wieder anders. Die Handstellung beim Handspiel ist irgendwie anders, die Entfernung zum Gegner, ist er abgefälscht, nicht abgefälscht, dreht er sich, dann kommt die Handspielregel als solches hin dazu, die nicht ganz unkompliziert ist. Und so gibt es halt den Schiedsrichterbereich sozusagen, wo auch das Schiedsrichterwesen sich weiterentwickeln muss, professionalisieren muss weiter. Und es gibt den Videobeweis als Problemquelle und diese beiden Sachen kommen ein bisschen zusammen. Aber man muss schon auch natürlich mal sagen, dass es viele sehr, sehr gute Entscheidungen gibt durch den Videobeweis. Ich erinnere nur jetzt an Man City gegen Tottenham. Das war eben abseits, sonst wäre dann in der 94. Minute eigentlich die falsche Mannschaft weitergekommen. Und ja, für den Rückpass musst du auch nicht. Normalerweise auch schon. Also insofern, mir fehlt oft so ein bisschen so eine differenziertere Betrachtung. Es gibt Vorteile des Videobeweises und es gibt Nachteile. Und die Nachteile muss man eigentlich versuchen weiter auszumerzen. Und das ist ein Prozess, aber der geht nicht von heute auf morgen. Deshalb ist es ein bisschen komplexer. Wo hilft er dir denn speziell? Was würdest du sagen? Oder wo hat er dir bisher geholfen? Also grundsätzlich hilft er halt wirklich bei Abseits. Ich glaube, das ist für die Jungs die größte Hilfe. Wenn die Linie funktioniert, ne? Wenn die funktioniert. Das war ja auch natürlich, wir sind ins Projekt gestartet, ne? Und wir hatten im ersten Jahr keine Linie. Da sitzt du dann in Köln und schlägst mal Pi mal Daumen das Blatt da entgegen oder versuchst es selber zu rühren anhand der Rasenstriche. Das war halt nicht optimal. Wir sind, so ehrlich muss man sein, nicht optimal in dieses Projekt gestartet. Das war ein Problem. Da kam noch ein bisschen auch Überheblichkeit zu, von wegen, wir Deutschschiedsrichter würden es schon besser machen als die beim Confed Cup. Aber wie gesagt, das sind die Probleme aus der Vergangenheit. Da habe ich auch mal im Interview vor anderthalb Jahren was zu gesagt. Jetzt wollen wir nach vorne schauen. Es ist von der Führung deutlich besser geworden. Lutz Fröhlich, Florian Mayer, sie führen ganz anders. Sie nehmen die Leute mit, sie schenken den Schiedsrichtern Vertrauen. Aber es gibt trotzdem Bereiche im Schiedsrichterwesen, die sich einfach weiter professionalisieren müssen. Wir haben immer noch im Trainingslager bei 80 Schiedsrichtern haben wir zwei Trainer. Wir sind immer alles noch, wenn man ehrlich ist, Amateure. Die meisten gehen noch arbeiten, montags bis freitags und sollen dann am Samstag Top-Leistung um 16.20 Uhr oder nein, 16.20 Uhr nicht, aber 16.40 Uhr bringen. Da gibt es irgendwie in verschiedenen Bereichen im Schiedsrichterwesen von der Struktur, vom Geld, von der Vorbereitung, von den Rahmenbedingungen noch viele Sachen, die man auch verbessern kann. Es ist schon vieles geschehen, muss man auch sagen. Wir haben jetzt mit Heike Ulrich eine neue Direktorin beim DFB, die der Sache auch wirklich so offen steht, wie ich es lange nicht erlebt habe, die sich das auch angehört hat. Wir waren da in Portugal sehr offen und sehr deutlich auch. Habe ich so beim DFB auch lange nicht erlebt, dass man das so offen und ehrlich austauschen konnte. War sehr positiv. Jetzt muss man gucken, was davon halt wirklich umgesetzt wird. Wir brauchen die Unterstützung aber auch der Liga. Wenn es um die weite Professionalisierung geht, geht es auch immer um Geld. Ja. Ich würde gerne bei dir mal bleiben, wenn du jetzt im Spiel fährst. Gibt es eine Faustregel für dich, wie du mit dem Videobeweis umgehst? Ich möchte ihn gar nicht haben, ehrlich gesagt. Ich finde, es ist immer ein Nachteil, wenn ich ihn überhaupt in Anspruch nehme. Wir sind, glaube ich, bis jetzt durch die Saison gekommen ohne Videobeweis. Oder vielleicht einmal bei Abseits, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es ist mein Anspruch. Erstmal ist es ja eine schlechte Leistung eines Schiedsrichters, wenn er einen Videobeweis braucht. Das heißt, er hat sich klar geirrt. Und es muss ja das Ziel sein, dass du das eigentlich umgehst. Und deshalb versuche ich immer mit den Jungs auch, und wir haben, ich habe auch das Glück, wirklich sehr, sehr gute Assistenten die Saison gehabt zu haben, sind wir wirklich jetzt wie gestern wieder beim 3-0 in Augsburg, haben wir viele Entscheidungen, knappe Entscheidung auch richtig getroffen und grundsätzlich versuche ich den immer zu umgehen. Aber wenn er dann kommt, ist es ein gutes Backup, ein gutes Netz, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du Bayern Dortmund pfeifst oder Schalke Dortmund oder Abstiegsspiel oder zum Schluss um die Champions League und du hast dann anderthalb Meter Abseits und weil der vielleicht hinter Mann statt, hat es der Assistent nicht gesehen und nach 10 Sekunden sieht es jeder. Nur wir haben es nicht gesehen und dann ist der Aufschrei groß. Also es hat schon zu mehr Gerechtigkeit geführt, aber er ist eben nicht perfekt. Vielleicht muss man es auch lernen zu akzeptieren, dass er nie perfekt sein wird.